Moin Freunde, was geht und willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich richtig auf diesen Tag bzw. auf dieses Video. Ich habe jetzt leider mega wenig Zeit, aber es ist was angekommen und zwar mein neuer Pott. Wie ihr sehen könnt, es ist ein Shark geworden. Ich konnte mich leider auch nicht zurückhalten und habe ihn schon ausgepackt und ich muss sagen, sieht echt geil aus. Ich habe mir auch einen neuen bestellt. Und ich würde sagen, ich lege die Teile mal eben raus, dann kann ich euch das alles mal zeigen und dann würde ich sagen, versuchen wir es schnell noch anzubauen. Ich weiß ja, ob ich es schaffe, ich habe jetzt nur noch eine halbe Stunde Zeit und dann muss ich los. Ansonsten muss ich es später machen, aber mal gucken. Erstmal holen wir die Teile raus, let's go. Der alte Pott kommt gleich ab und der neue kommt dran, aber erstmal packen wir den neuen aus. So. Natürlich einmal das Verbindungsrohr mit dem Cut und dem Anschluss für die Lambda-Sonde. Krümmerrohre. So, sieht ganz nice aus. Halt diese Silberoptik, Chrom, Silber. Geht fit. Ein paar Anschlussteile, wahrscheinlich für den Pott und was auch immer. Schrauben. Kleine Federn, große Federn. Noch mehr große Federn. Nice. Shark-Zeug. Und der Pott, der, wie ich finde, geil aussieht. Shark Technology Exhaust. Nice. Ich mag dieses Ende. Nice. Den B-Killer kann man rausholen. Werden wir natürlich nicht tun, aber ne? Ihr wisst Bescheid, Leute. Das ist es. Und das versuchen wir gleich mal anzumontieren. Aber erstmal muss der alte Pott natürlich ab. Deswegen werden wir erstmal daran gehen jetzt. Und gucken, dass wir das schnell abkriegen. Ich habe nur ganz beiläufig gesehen, dass die Fußrastanlage ab muss, weil dahinter sitzen nämlich Schrauben, die den Pott hier halten. Die Lambda-Sonde muss ich auch noch rausholen. So, ich fange erstmal an mit den beiden Schrauben, die werde ich jetzt erstmal abmontieren. Ja, die sitzen schon relativ fest. Jo. So. Eins. So, damit wäre die Fußrastanlage, glaube ich, zumindest schon mal lose. Ja. Wenn ihr die Fußrastanlage hier wegmacht, seht ihr da die Schraube da. Die muss auch ab. Jo. Und zack. Da ist. So Leute, auf der anderen Seite habe ich jetzt die Schraube auch gelöst und jetzt ist der Pott hier unten schon mal lose. Ich werde jetzt als nächstes die Lambda-Sonde abschrauben. So, Lambda-Sonde ist raus. Ein bisschen entspannen den Bums. So, geht's an den Krümmer hier oben. Der wird jetzt abgemacht. Ah doch, das könnte gehen. Ich habe hier eine lange Nuss. Das könnte gehen, das könnte gehen. Ist aber keine Elfer. Also erstmal die hier. So, jetzt müsste das Ding jetzt eigentlich runterkommen hier. Komm mal. Jo. Gut, mir ist gerade die Dichtung entgegengekommen von dem Krümmer, aber das ist kein Problem. Werde ich dann wieder installieren, wenn ich den anderen Krümmer dran packe. So, das sind die beiden neuen Krümmerrohre. Das ist die Montageanleitung. Ihr dürft gerne Pause machen und euch das anschauen, wenn ihr möchtet. Aber hier steht jetzt nichts, wie der Krümmer an den Motor kommt. Also würde ich mal behaupten, diesen Bau gleich. Das hier ist ein bisschen länger hier unten. Das heißt, das ist wahrscheinlich der äußere. Gehe ich mal von aus. So Leute, also ich habe jetzt hier die Muddern wieder montiert. Da seht ihr die zwei. Das sind die hier und die da. Und auf der anderen Seite auch nochmal quasi versetzt einfach. Die sind noch nicht komplett fest, sondern nur grob dran gemacht, damit ich hier noch ein bisschen Spiel habe. Hoffentlich könnt ihr das sehen so. Damit ich hier noch ein bisschen Spiel habe, damit ich jetzt das Verbindungsrohr dran kriege, wo der Cut auch drin ist. Und dann machen wir ganz zum Schluss erst alles fest. Ja, zwei. Alles klar. Wäre vielleicht klüger gewesen, das vorher zu machen? Nee. Ach, sieht aber schon deutlich geiler aus als diese fette Box hier unten, ne? Mit dem kleinen Cut, sage ich jetzt mal. Beziehungsweise so einfach ist. Ja, geil. Perfekt. Natürlich muss das Logo hier raus zeigen. So, geil. Da könnt ihr es so leicht erkennen. Da sind die Federn jetzt dran. So. Jetzt kommt hier einmal der Halter dran. Ich schätze mal, der Pott kommt hier so ran. Ohne Schelle? Ja, anscheinend ohne Schelle. Lull. Okay. So, zack.
Einmal aufgeschoben. So Leute, wir machen jetzt richtig schnell den Soundcheck und dann muss ich los, weil der David kriegt noch sein 2.0 Opal-Video und ja. Let's go. Ich bin gespannt. Huch, Kaltstart. Leute, die klingt so heftig geil, Mann. Fuck, ich muss jetzt los, ey. Ich hätte so Bock, eine Runde zu fahren. Oh mein Gott, klingt die geil. Ich fahre heute auf jeden Fall noch eine Runde. Fuck. Dann vielleicht nehmen wir es auch noch mit in den Vlog rein, aber krank, die klingt so geil.